Die Heidis vom Bau. Ja. Wolfgang, komm, leg nochmal an den Boden. Hey, ich war immer auf die Hände, aber nee, nee. Die Wand abschleifen. Ja, toll. Damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt, wie es mit 28 Leuten auf einem Schiff ist. Hier ist unser momentaner offizieller Eingang. Da vorne der Bug des Schiffes, der Klüverbaum und das Netz. Da wird an der Ankerwinsch gearbeitet und an den Ankerfüßen. Die Klappe, wo der erste Herder am Flexen ist. Die Kapitänskajüte. Die sind wir auch am Machen. Erster Mast, Margot am Pinsel. So, die Dinger, den Aufbau, den haben wir jetzt schon komplett entrostet und neu lackiert. Der Eingang nach unten, dort wo wir gerade wohnen, die perfekten Bezeichnungen habe ich nicht auf Lager, das muss ich mir noch angewöhnen. Wolfgang, und hier die Dichtungen, damit es wirklich ganz dicht ist. Ich rede mit der Kamera. Anna ist am Waschen. Man sieht, dass die Kinder eingezogen sind. Das war das Erste, was wir gemacht haben, eine Wäscheleine. So, Eingang nach drin, Kühlschrank, Speisekammer, das ist die Messe, wie man auf dem Schiff sagt. Hier geht es eigentlich nach unten, aber die Treppe ist gerade nicht da. Auch die wird modernisiert, abgeschliffen. So, das war jetzt ein Rundblick. Das ist die Kombüse, die Küche. Die ist schon fertig, die ist echt schön geworden. Klein, aber gut. Kein Holz mehr zum Heizen, das ist ungewohnt für uns. Normalerweise heizen wir echt immer mit Holz. So. Hier ist der Gang, der geht weiter. Hier ist eine Dusche drin. Aufbewahrungseckchen. Mhm. Unser momentaner Höllenvorhof. Das Badezimmer. Es hat sich als mehr Arbeit entpuppt, wie man eigentlich dachte. Das ist gerade tatsächlich unsere Großbaustelle. Es gab diverse riesige Löcher im Rumpf. Die haben Basti und David schon zugemacht. Man beachte Davids Gesicht, dann weiß man, wie viel Arbeit das ist.
es ist schwer, den abends überhaupt noch sauber zu kriegen. Salon. Hier geht's doch tatsächlich noch nach unten. Da sind noch drei Betten drin. Mama. Leseecke. Auch hier wird momentan geschlafen, wenig Platz. Licht nach oben. Und eine Besonderheit dieses Schiffes, es hat einen Balkon. Der ist momentan aber auch Werkstatt. Oder war schon Werkstatt. Hier hinten ist ein kleines Obst- und Gemüselager. Hi Schatz, bin gleich fertig. Jetzt bleib schön hier, Ion, gell? So Leute, gehen wir mal nach oben gucken. Wieder raus, runter geht nicht. Hier ist momentan unser Außenwaschbecken. Wir haben ja kein Bad, wie schon erwähnt. Das ist tatsächlich das Klo für alle. Da blende ich noch Fotos von ein. Es hat sich nur Nora bereit erklärt, da Modell für zu stehen. Die Erwachsenen wollten nicht. Treppe hoch. So, das hier ist jetzt das Achterdeck. Rettungsinseln. Großer Tisch, da passen wir fast mit allem Mann drauf. Offener Steuerstand. Das ist momentan unser 100-Deck. Da kommen sie nicht runter. Die müssen ja auch irgendwo hin. Das ist der Hauptmast. Hui. Die Segel sind alle nicht dran. Die werden repariert. Gas von der Küche. Was wir schon gemacht haben, wir haben hier so ein Netz dran geflochten. Das ist sicherer für die Kinder. Hier sitzt normalerweise David oder Basti und ist am Schweißen, am Flexen. Man beachte die Hand, wir haben ein neues Bullauge da reingemacht. Mehr Licht im Badezimmer. Ja, eigentlich ist Ordnung gerade ein Fremdwort. Man ist froh, wenn man Schlafplatz hat. Das ist der eigentliche Steuerstand. Und oh Wunder, auch der wird renoviert. Das Ruder hat Basti hatte sich echt reingedacht. Wir haben mit dem alten Captain zusammen das Ruder gepflegt. Da gab es ein paar Probleme mit. Die Pflanzen waren auf dem Schiff, Aloe Vera, die haben wir übernommen. Vielen Dank dafür. Das hier ist ganz hinten, das ist gerade echt unser Rückzugsort, könnte man so sagen. Man beachtet die Hintergrundgeräusche, leise geht gar nicht, egal wo man ist. Unsere Flaggen sind gerade hier auch runtergelassen. Hier ist der David, da ist eigentlich das Ding dran festgemacht. Da geht's runter zum Balkon. So, jetzt haben wir den Rundgang auch wirklich schon fast beendet. Ich entschuldige mich für die Kameraführung. Das hier ist von der Werft. Da ist Mario die Treppe am Abschleifen. Runter in den Maschinenraum. Das machen wir noch. Das mache ich noch mit euch. Ich gehe mit euch noch runter. Sekunde.